Wow, hier ist Polizeiauto. Die Security ist streng und die Geschichte von Achso, ja, hier ist ja. Bald berichtet werden. Ich trinke mal. Achso, nee. Kann ich ja schon starten. Finden, seine Marke scannen und nichts wie raus. Bin gleich genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Alles klar. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Man sieht bei dir alles. Oh. Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nichts schieflaufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Leck mich. So. Und die Türen öffnen. Okay. Das ist ja krank. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Alter. Die Ware werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Das finde ich krank. Mädchen verkaufen, also ohne Witz. Oh, ich kann nicht mal rennen. Der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Manche Gäste von jedem. Wo sie nichts zu suchen. Und wenn es absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Über Funk ist es auch ruhig. Halt trotzdem die Augen offen. Schön langsam gehen. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind nicht. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Es kann nicht, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Oh. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr.
Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Oh. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprach. Was ist das? Wissen, dass was nicht stimmt. Was ist das denn? Ich hab ernsthaft gerade eben nichts gemacht. Rein gar nichts. Ich hab nichts gedrückt. So, ich geh jetzt mal vorsichtig. Die über Crispin sprach. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Wie geht das denn? Wie soll ich denn das schaffen? Hä? Huh. Das war jetzt mein Fehler, aber im Grad. Dreh und das war's. Die über Crispin sprach. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Die Auktion ist vorbereitet. Die Miete sind hoch. Diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hoch treiben. Bleib mal wach hier raus. Ich muss schnell raus hier. Oh. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine heimischen Waren. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon seit Jahren. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Oder noch schlimmer, meinen guten Ruf. Na los, klettern. Ich versuch's da. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wen sieht, packt. Hab den Hurensohn! Scheiße. Meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Ja. Was ist denn das? Ah, ich habe alle Waffen hier. Wo ist denn hier meine... Ich hab doch Maschinengewehr mit Dings. Mit Schalldämpfer. Ah. Da ist die Kuh. Na los. Irgendwie buggt das Geheul, dass das Haus hier ziemlich irgendwie. Schnell. Oh, wo ist denn hier das zum Freischalten? Mann. Alter, ist das ein Kackteil. Oh Gott. Ich will meine
Pistole. Warte mal, ich will mal diese richtig geile hier. Genau. What the fuck? So. Oh mein Gott, noch mehr. Noch. Zeit, ihn in den Arsch zu treten. Halt bloß die Augen offen. Der da oder hier gleich? So, ich habe gerade was geguckt. Ich hatte einen Fehler und zwar wurde es nicht aufgenommen. Fuck, Alter. Auf jeden Fall habe ich nur die Mission noch zu Ende gemacht. Und ja, ganz normal. Ich bin nicht einmal gestorben, habe jetzt nichts großartig wieder gemacht. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich habe jetzt... Warte, wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, ich bin hier. Also ich war ja hier irgendwo auf dieser Insel da. Oder hier irgendwo, weiß ich es gerade gar nicht. Hier hinten, genau. Glaube ich. Ich wollte jetzt hier meinen meinen Jungen retten hier. Oh fuck, ey, jetzt ist alles gelöscht. Jetzt überlege ich gerade ernsthaft, ob ich weitermache. Ich weiß auch nicht warum. Ich überlege mir das nochmal. Ich werde jetzt hier erstmal nach Hause wandern und dann überlege ich mir das mal. Weil es fehlt jetzt mindestens 10, 20 Minuten locker. Scheiße. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich weitermachen soll. Solange warte ich jetzt, bis ich mindestens 3 Antworten habe. So. Könnt ihr auch privat schreiben, das ist mir egal. Und tschüss.